Hallo und herzlich willkommen zu meiner Vorstellung der Focke Wulf 190 A2 von Eduard im Profipack. Eduard, typisch ist die Anleitung klar strukturiert und die einzelnen Bauschritte überladen nicht und wir haben sie recht übersichtlich. Und wie bei fast jedem Flugzeugmodell beginnen wir auch hier mit dem Bau der Flugzeugzelle. Die Qualität vom Guss ist hervorragend und besonders wundervoll sind auch die kleinen filigranen Details. Auch an diesem Modell verwende ich den Ultra-Sin-Zement von Amor of Mic. Mit viel Liebe zum Detail wurde das Cockpit gestaltet. Leider sieht man am Anschluss nicht mehr viel davon. Auch von diesen wundervollen fotogeätzten Fußpedalen sieht man im Nachhinein nichts mehr. Zum Verkleben der Foto-Ätzteile nehme ich Sekundenkleber oder auch Superkleber, wie ihn andere nennen. Es kommt die erste Farbe ins Spiel, und zwar AMIC 217 oder ERLM 02. Dem Profipack beiliegend befinden sich wunderschöne fotogeätzte bedruckte Teile für die Armaturen. Natürlich verwenden wir hier wieder unseren Sekundenkleber. In der Regel hat man auch noch ein paar Augenblicke Zeit, die Position zu korrigieren. Kleine Details bemale ich mit dem Pinsel, wie in diesem Fall den Lederbezug des Sitzes in der Farbe AMIC 014 Rotbraun. Hier kleben wir zwei Ätzteile übereinander für den tiefen Effekt in der Armatur.
Motor wird jetzt in Amig 191 Stil lackiert. Wichtig ist da, dass dieser schwarz grundiert wird, dann kommt der Metalleffekt besser zur Geltung. Die Konturen noch besser hervorzuheben, nutze ich hier das Pendel Line Wash von Tamiya. Alternativ kann man natürlich auch einen Ölwash selber machen. Auch für die Fahrwerksschächte nutze ich wieder Amig 217. Bis hier zeichnet sich der Bausatz auch durch eine exzellente Passgenauigkeit auf, also wir mussten hier kaum spachteln und das ist gut so. Bei großen Bauteilen wie den Tragflächen ist es von Vorteil, diese mit Klebern zu fixieren und dann Essigkleber aufzubringen.
Bevor wir das Klarteil denn endlich verkleben, bedarf es natürlich einer Trockenanpassung, um gegebenenfalls Ungenauigkeiten zu vermeiden. Auch eine nette Zugabe im Profipack sind die fertig zugeschnittenen Masken für die Klarteile. Damit die Klarteile im Anschluss nicht milchig werden, klebe ich diese mit Weißleim ein, bedarf natürlich einer längeren Trocknungszeit, hält aber genauso gut. Um kleinere Kratzer zu kaschieren und der Kanzel im Anschluss einen schönen Glanz zu verpassen, tauche ich das ganze Stück in Bodenwachs ein. Das Bodenwachs braucht allerdings eine Weile, bis es komplett durchgetrocknet ist und auch ausgehärtet ist. Große Flächen füllt man dann mit einer flüssigen Maske, in diesem Fall von Hubrol Maskol, auf. Auch das große Teil setzen wir wieder mit Weißleim an, weil wir es später wieder lösen wollen. Flächen wie den Motorraum oder die Fahrwerksschächte schützen wir ganz einfach durch ein Stück Schwamm. Jetzt vor dem Grundieren wird das Modell noch einmal mit Isopropanol gereinigt, um Fett- oder Produktionsrückstände zu entfernen. Nun grundiere ich das Modell in einem leichten Grau, damit ich eine einheitliche Oberfläche habe. Ich verwende dazu den One-Shot-Primer von MIG. Nach dem Grundieren findet man natürlich hier und da noch Stellen, die noch nachträglich versäubert werden müssen. Allerdings wird es passieren, dass man durch das Schleifen Details vernichtet. Diese ziehen wir mit einem Messer nach, in diesem Fall ein spezielles Messer von Rivell.
Jetzt geht es darum, das Pre-Shading aufzutragen. Das machen wir mit Schwarz, welches wir sehr hoch verdünnen, in einem Verhältnis von 30 zu 70. Zum Auftragen verwende ich die Hadron Steenberg Infinity mit einer 0,1,5 mm Düse. Nun setzen wir Highlights an ein paar markanten Punkten und Flächen und dies machen wir mit Weiß. Ich habe mich für die Maschine von Oberleutnant Siegfried Schnell entschieden, zweites Jagdgeschwader in Teville, Frankreich 42. Darüber hinaus bietet der Bausatz 5 weitere Bemalmöglichkeiten. Und die erste Farbe, die wir verwenden, ist Armec 063 Pale Grey, was ERLM 76 entspricht. Die erste Farbe des Musters, Armec 245 Grau-Violett, habe ich dann freihand aufgetragen. Auch hier habe ich wieder die Infinity mit der 0,15 mm Nadel benutzt. Im Anschluss kam dann Armec 253. Damit habe ich dann die restlichen Flächen verfüllt. Nun haben wir Markierungen an den Rudern, welche wir erstmal mit Weiß vorlackieren. Bei grellen Signalfarben wie Gelb oder Rot oder meinetwegen auch Orange ist es wichtig, dass man erst in Weiß einen neutralen Untergrund schafft. So, für die gelben Flächen nehme ich Vallejo Model Air 71002. Die roten Markierungen an den Rudern mache ich mit Vallejo 71003. Jetzt setzen wir wieder Highlights und hellen damit die Grundfarbe mit Weiß auf. Dies macht man nach eigenem Ermessen, bis man mit dem Ergebnis zufrieden ist. Jetzt ist es Zeit, die Decals aufzubringen. Dazu ist es hilfreich, Chemikalien wie Microset oder Microsoul zu verwenden, um die Decals einfacher platzieren zu können. Microset, wie der Name schon sagt, sorgt dafür, dass sich das Decal problemlos in Position schieben lässt. Microsoul hingegen löst den Trägerfilm auf und sorgt dafür, dass sich das Decal den Konturen des Modells anschmiegt. Gerade bei größeren Decals, wie in diesem Fall das Balkenkreuz, ist das Verfahren unabdingbar. Nun kommen wir zum Post-Shading. Hierzu tragen wir hochverdünnte Farbe auf, in diesem Fall Tamiya Schwarz. Auch hier arbeite ich wieder mit der Hadron Steenberg Infinity mit der 0,15 mm Nadel. Hier ist es jetzt wichtig, die Farbe gut zu dosieren und dünne Linien zu sprühen, da wir sonst Spinnenbeine haben und die Farbe sich unkontrolliert verteilt, da sie halt sehr hoch verdünnt ist.
dieser Methode lassen sich auch sehr gut Abgasspuren oder Schmauchspuren von Geschützen darstellen. Hierzu nimmt man dann aber nicht reines Schwarz, sondern mischt dazu Braun bei oder Grau oder Weiß. Einfach nur, um den ganzen ein paar andere Nuancen zu verpassen. Jetzt kann man noch ein leichtes Chipping auftragen, hierzu verwende ich eine Metallfarbe und ich trage die Chips dort auf, wo zum Beispiel der Pilot über die Tragfläche läuft. Auch an der Kanzel selbst oder an der Zelle, wo er einsteigt, wo man halt mit den Stiefeln drüber schrappen würde, macht es durchaus Sinn. Auch an den Fahrwerkskomponenten müssen wir ein Pre-Shading ansetzen. Hier nehmen wir wieder unser bewährtes Schwarz. Und auch hier nach dem Pre-Shading wieder die Basisfarbe ELM 76. Die Fahrwerksbeine, Streben sowie die Innenseiten der Klappen werden natürlich wieder in ELM 02, also der Interieurfarbe, bemalt. Auch die Luftschraube bekommt diese Farbe verpasst. Jetzt setzen wir noch Highlights mit weißer Ölfarbe. Hierbei bürsten wir sie trocken rauf. Ich verwende dazu den Oil Brusher in der Farbe Weiß. An der Spinnerkappe setze ich auch wieder metallische Chips, um hier eine Abnutzung darzustellen. Jetzt bei der Montage der Fahrwerkbeine, Streben, Klappen etc. verwende ich einen langsam trocknenden Kleber, wie in diesem Fall den Revell Kontakter. Er gibt einem die Zeit, immer noch wieder was nachzujustieren, und das ist auch bitter nötig. Die Fahrwerksklappen als solches sind eine kleine Herausforderung in diesem Bausatz, da sie teilweise aus Resin bestehen und wir Resinteile ja bekanntermaßen mit Sekundenkleber ankleben müssen. Und dieser ist halt nur bedingt nachjustierbar. Bis auf die Probleme mit dem Fahrwerk hat Eduard hier aber einen hervorragenden Bausatz einer Focke von 90 rausgebracht. Der Bau als solches lief gut von der Hand und ich hatte keinerlei. Ich hoffe, das Video in seiner neuen Form und auch das Modell hat euch gefallen. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei der Videoshow und wir sehen uns im nächsten Video. Bis denn dann, ciao!